Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video, mal wieder auf meinem Kanal seit wirklich einer Ewigkeit. Ich glaube schon jetzt 1,5 Monate oder auf jeden Fall Monat und 1-2 Wochen. Irgendwie sowas in die Richtung, ich weiß es nicht mehr auswendig, ehrlich gesagt. Aber ich werde jetzt auch nicht mehr irgendwie 5 Tage lang mit Entschuldigungen rumheulen oder sonstiges oder irgendwelche Ausreden finden, warum ich keine Videos gemacht habe. Das einfach ganz simpel ist. Und jeder, der mich kennt, wird wahrscheinlich auch schon das Grundthema, warum, oder was ist Grundthema? Der eigentliche Grund, warum ich keine Videos gemacht habe, jetzt zu lange wissen. Und zwar, wenn ich keinen Bock habe, irgendwelche Videos zu machen, zu schneiden, aufzunehmen, dann schneide ich halt keine Videos, lade keine Videos hoch und mache auch keine Videos. Selbst wenn ich 40.000 in der Hinterhand habe. Ich habe 7 fertige Videos, die ich hochladen könnte, aber ich habe einfach keine Lust gehabt auf YouTube, keine Lust zu schneiden, keine Lust grundsätzlich was zu machen. Er gönnt sich ja einfach die rote Ampel und wie gesagt, wenn ich keine Lust habe, YouTube zu machen, dann mache ich das auch nicht und somit ist jetzt auch über einen Monat kein Video entstanden, kein Video gekommen. Und dem werde ich auch treu bleiben, dass ich YouTube nur mache, wenn ich gerade Lust drauf habe. Sprich, so kommt es dann halt eben mit der Zeit, dass mal eine Woche lang aktiv Videos kommen, dann wieder kein Videos, dann wieder extrem aktiv, dann wieder gar nichts, dann so ganz Stream, dann wieder nichts. Ganz daran liegt das und an nichts anderem eigentlich. Oh Gott. Aber auf jeden Fall wird jetzt mal wieder ein Video kommen, da ich mir heute so dachte beim Aufstehen, yo, gehst du jetzt mal raus, machst ein schönes Bild für einen Kanalbanner, ein Panorama, für einen geilen Banner und dann gehst du mal wieder ein bisschen raus, was aufnehmen, dachte mir so, yo Digga, instant, ja. Und somit ist auch im Grunde die Mission von dem heutigen Video, dass wir einen Spot finden, wo wir ein gutes Panorama machen können für einen Banner vom Bike. Ich hätte so einen Platz im Hinterkopf schon, der extrem geil aussieht, wenn dort Schnee liegt. Aber ich glaube nicht, dass dort jetzt noch Schnee liegt, weil man sieht, das meiste ist schon weggeschmolzen jetzt. Aber falls dort Schnee liegt, ist das der Spot. Falls nicht, ja, muss ich halt weiter gucken, wie ich das mache oder welchen Spot wir dann nehmen. Ich habe sonst auch noch 1-2 im Hinterkopf, wo ich überlegen würde, dass wir die rein theoretisch nehmen könnten. Auf jeden Fall habe ich jetzt vor, quasi passend zum Anfang 2019, quasi einen kleinen Channel Restart zu machen, blöd gesagt. Also quasi einfach den Channel wieder auffrischen, neues Design. Er holt auch sein Fuddy, ein neues Design und so und eventuell auch ein bisschen einen anderen Videoschnittstil, aber mal schauen, je nachdem wie ich das umsetzen möchte. Kann auch sein, dass dieses Video jetzt schon in dem neuen Schnittstil gemacht ist oder nicht, ich weiß nicht, muss ich gucken, je nachdem wie ich das selber dann im Endeffekt finde, welches ich geiler finde, welches ich spannender finde. Aber auf jeden Fall werden jetzt wieder aktive Videos kommen. Oder zumindest habe ich es zur Zeit vor und ich bin gerade falsch gefahren, merke ich. Scheiße, Mann. Jetzt komme ich erst recht nicht zu dem Spot. Aber ich suche mir mal kurz. Spontan jetzt, hier, sehe ich gerade. Dort unten ist so ein Dingens da. So ein Wasserkraft. Strom, oh, Kackzeugs. Mal gucken, ob ich da eventuell ein geiles Foto machen kann. Fuck, ist das hier schlammig, Mann. So, wartet, Leute. Oh, ich hasse das so viel, Mann. Dieser Kackschlüsselanhänger verklemmt sich immer da drin, Digga. Oh. Junge, ich schwör dich, brech gleich einfach den Tacho raus, Alter. Uff, jetzt wächst mich hier auch noch auf. Wenn ich das Bike hier hinstelle,
genau da, wo ich gerade stehe. Hier so an den Rand. Ich mache da unten das Foto hin. Probieren wir es mal. Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal. Müsste ich auch mal wieder anziehen hier. Ich gebe einfach immer das Ding hier rüber und dann dreht es sich hier nicht beim Fahren. Fußrastig hier rauf, Alter. Junge, ich rutsche hinten einfach weg. Erste spontane Spot, sage ich jetzt mal, ist abgehakt, Leute. Ich habe zwei geile Fotos jetzt gemacht, zwei scharfe geile Fotos von dem Spot. Jetzt geht's weiter zum nächsten Spot. Oh Gott. Oh. Weiter zum nächsten Spot. Mal schauen, ob die Fotos da auch so geil werden, wie ich es möchte. Sagen wir so. Ey, ihr habt schon lange grün, warum kommt da noch jemand? Ah, lange rot meine ich, sorry. Ja, da hinten liegt sogar noch Schnee, also es könnte sein, dass dort unten Schnee ist. Es sieht schon ziemlich, ziemlich braun aus. Ah, dort ganz hinten ist sogar noch ein bisschen Schnee. Ich gucke jetzt mal runter. Mal gucken, wie es dort aussieht. So, wir müssen eh jetzt hier schon runter, glaube ich, damit wir dorthin kommen, oder? Ich weiß nicht, ich fahre da noch nie. Ich fahre hier nur, oft. Und sehe dann, dass das hier unten geil aussieht. Oh Gott, was liegt hier? Ah, muss mal die Brille abnehmen, Alter. Naja, okay, aber recht geil sieht es ja auch nicht aus irgendwie. Ich hatte mir den Spot hier geiler vorgestellt. Naja. Also im Schnee sah das hier mit den Bäumen, wo die alle im Schnee waren, sah das auf jeden Fall geiler aus. Aber ja. Oh Gott, Alter, da Wheelspin. So, jetzt ist nur die Frage, ob ich noch einen Spot finden würde jetzt. Wisst ihr was, Leute, ich habe mich jetzt einfach dazu entschieden, den einen Spot zu nehmen und jetzt nach Hause zu fahren, da ich eh nicht viel Zeit habe und ich jetzt nicht gerade lange rumfahren kann, einen Spot suchen. Deswegen, Leute, werde ich jetzt direkt nach Hause fahren, einfach das eine Bild nehmen und mal schauen, weil hier überall sieht es nicht so geil aus, wenn die Blätter keine, Bäume haben, wenn die Bäume keine Blätter haben. Und ohne Schnee ist es auch nicht so geil hier, also ja, ich werde jetzt einfach mal nach Hause gehen und das Video dabei belassen. Aber ja, ich würde sagen, wenn es euch trotzdem gefallen hat, auch wenn wir jetzt nur erfolgreich einen Spot gefunden haben, mehr oder weniger, würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschaltet. Das nächste Video wird das Thema beinhalten. Livestreams, ob ich wieder mal livestreame, wann ich wieder mal livestreame und so weiter. Also wenn euch das interessiert, schaut gerne beim nächsten Vlog rein, der morgen oder übermorgen kommt. Entweder in ein Tage oder zwei Tage Abstand, weiß ich noch nicht ganz. Schaut vorbei, falls es euch interessiert. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.